Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Und da rutscht schon was. Okay. Heute ist Freitag und ich habe heute mal etwas, ja, irgendwie etwas Spannendes, leicht Krimi-mäßiges und etwas, wo dann jeder Dritte sagen wird, naja, ich glaube, das passiert jedem Mal. Aber mir war es jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass mir sowas passiert ist und ich war so richtig baff. Also ich fange jetzt an. Also, ihr wisst ja bekanntermaßen von all den anderen Videos der letzten Wochen, dass mein Mac weg war. Bye bye. Und dann ist er halt auch wieder zurückgekommen. Und dann am Mittwoch, es ist wirklich so richtig für mich ein krasses Erlebnis gewesen, hat bei mir, ich bin ja eigentlich nicht so der Telefonrangeher, ich bin eher so dieser Mensch, ich lasse es klingeln, klingeln, klingeln. Und hoffe, dass dann irgendwann der andere aufgibt. Aber am Mittwoch, da bin ich irgendwie, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich bin dann ans Telefon gegangen und urplötzlich war da so aus dem Kamm, also für mich aus dem Nächsten, so ein englisch sprechender Mensch am anderen Ende, der mir gesagt hat: Hello, I'm from the Microsoft Support. We see you have a junk mail download with your last update. Und ich dachte mir in dem Moment so, what? Ich war dann so richtig so, wie erstmal, als ob mir irgendjemand eine riesen Hand vors Gesicht so klatscht. Und habe ich so gedacht, hallo, was will der jetzt von mir? Und dann habe ich auf jeden Fall als allerersten Satz gesagt, ob er mir nicht bitte einen Deutschen, also weil die kein nicht so gut im Englisch sind, er wollte von mir, dass er ist vom, also vom Microsoft, also vom Windows, dem Betriebssystem vom Computer, Service gewesen und wollte mir erzählen, dass ich ein Virus habe oder irgend sowas. Ich vergesse immer, dass es vielleicht auch läuft, das Englisch übersetzen. Ich bin auch nicht so gut im Englisch, tut mir leid. Aber auf jeden Fall habe ich dann zu ihm gesagt auf Englisch, ich möchte doch bitte mit einem deutschsprachigen Mitarbeiter reden, weil ich habe viele Fragen, die ich vielleicht im Englischen nicht so stellen kann, wie ich gerne hätte, wie ich gerne es tun würde. Und des Weiteren hat er dann zu mir gesagt, kam dann von ihm der Satz, ja, also er bräuchte jetzt meine Lizenznummer. Ich soll jetzt zu meinem Computer gehen und die Lizenznummer sagen. Daraufhin war meine zweite Reaktion erstmal so, wie jetzt, was jetzt? Habe ich gesagt, nochmal wiederholt, ich möchte doch bitte mit einem deutschsprachigen Mitarbeiter reden, weil ich habe Fragen, Fragen, die ich auf Englisch nicht stellen kann und ich aber trotzdem beantwortet haben möchte und dass ich nun mal nicht weiß, ob er jetzt wirklich vom Microsoft Support ist oder nicht. Und ich gerne einen Beweis dafür hätte. Hat er zu mir gesagt, ja, ich soll jetzt zum PC gehen und ihm die Lizenznummer nennen. Daraufhin habe ich dann aber nochmal sehr so freundlich, wie es mir in dem Moment möglich war, gesagt, ich möchte jetzt mit einem deutschsprachigen Mitarbeiter reden, weil mein Englisch nicht gut genug ist, um jetzt zu verstehen, was der überhaupt von mir will. Also was mein Glück war, war, dass dann meine Pflegerin an dieser Stelle, hi, die ist dann auch gerade gekommen und die habe ich dann so gefragt, ob sie ein besseres Englisch hat und sie hat es dann auch verneinen müssen leider, aber sie hat dann eben, war auch dabei während des Gesprächs und ich war wirklich schon so, hoffentlich, hoffentlich, zitter, zitter, was will der von mir und habe wirklich, bin erstmal davon ausgegangen, oh Gott, der erzählt da jetzt gerade wirklich die Wahrheit und da ist irgendwas mit dem Computer und man denkt ja irgendwie nicht als erstes dran, dass das vielleicht irgendwie auch Betrug sein könnte oder so. Aber ich habe halt dieses Bauchgefühl gehabt. Mein Bauchgefühl, auf das ich mich immer verlasse, hat mir gesagt, frag nach, also dass er wirklich mir zeigen kann und identifizieren kann als ein Mitarbeiter von Microsoft und nicht irgendjemand, der nur meine Lizenznummer will. Und er hat mir dann wieder gesagt, erneut, ich soll ihm jetzt meine Lizenznummer nennen. Und daraufhin habe ich dann gesagt, also ich möchte jetzt wirklich das letzte Mal, ich möchte jetzt mit einem deutschen Bearbeiter reden, weil
In dem Moment ist dann bei mir im Kopf vor kurzzeitig aufgeploppt. Ich weiß echt nicht, wie ich das im Moment noch geschafft habe, aber Microsoft hat genug, wirklich genug Mitarbeiter, die auch im deutschsprachigen Raum arbeiten. Und es ist ja wohl wirklich nicht die Möglichkeit, dass der mir immer erzählt, sie hätten keine deutschsprachigen Mitarbeiter. Und somit habe ich dann gesagt, jetzt entweder ich kriege jetzt sofort einen deutschsprachigen Mitarbeiter oder ich leg auf. Und der hat zu mir gesagt, ja, sie hätten immer noch keinen deutschsprachigen Mitarbeiter und ich soll ihm jetzt gefälligst meine Lizenznummer nennen und daraufhin habe ich dann einfach wirklich aufgelegt. Und jetzt würde man sagen, okay, Geschichte abgeschlossen, du hast aufgelegt, fertig. Aber in dem Moment ist bei mir im Kopf gerattert, was, wenn ich jetzt doch irgendwo in meinem Computersystem irgendwie durch irgendeinen doofen Zufall ein Virus habe und es dann doch vielleicht ein echter Microsoft-Mitarbeiter war. Weil ich habe ihn ja auch dazwischen, entschuldigt, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen, aber ich habe ihn ja dazwischen auch gefragt, um welchen Computer es sich handelt. Und er hat mir dann gesagt, ja, um Mac. Und dass der das dann einfach so gewusst hat, das hat mich dann doch etwas verunsichert. Und dann habe ich dann auf jeden Fall bei der Firma, wo ich meinen Mac gekauft habe, an dieser Stelle, falls da jemand zuguckt, hallo, und es war echt super, dass ihr mir geholfen habt, angerufen. Und habe gesagt, also ich hatte gerade einen total komischen Anruf und der hat das und das und das und das gesagt und was soll ich jetzt machen? Und sie haben mir dann gesagt, naja, also mit Virus, das kann nicht sein, aber dass ich Parallel-Desktop benutze und nee, Bootcamp heißt das Ding, entschuldigt, dass ich Bootcamp benutze und damit meine Windows laufen lasse, wäre es doch so, dass es sein könnte, dass da auf der Windows-Seite was ist, aber das könnten sie mir halt so von der Ferne auch nicht sagen. Und dann war es so, dass ich so im nächsten Moment gedacht habe, oh nein, 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 nein. Dann bin ich auf jeden Fall so weit gewesen, dass ich dann gesagt habe, ob sie mir dann bitte die Nummer vom Support geben können, also damit ich dann einfach da fragen kann. Und dann das nächste, was ich gemacht habe, war meinen Vater anrufen und zu sagen, oh Gott, Papi, es ist gerade das und das passiert und was soll ich jetzt machen, was soll ich tun, was ist jetzt los, was ist das, was macht man jetzt am besten? Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, er wüsste jetzt auch nicht, wo meine Mutter stecken wird. Verhalten von mir, mein Papa, irgendwo fängt, also wirklich, bei uns könnte, glaube ich, so ein riesen Hausbrand sein und die erste Frage, die wir dem anderen stellen würden, wäre, wo ist Mutti? Oh wirklich, das ist so. Ja, auf jeden Fall habe ich dann meinem Vater gesagt, dass Mama gerade nicht da ist, die ist bei irgendeinem Treffen, Ausstellung oder bei irgendwas halt und die ist nicht da und ich bin hier gerade mit meiner Pflegerin alleine und weiß nicht weiter. Und dann hat mein Papa eben sagen müssen, tut mir leid, ich habe gerade einen Kunde, ich rufe dich später wieder an. Hat er dann übrigens nicht gemacht. Nur kurz was anzumerken. Ja, aber es war dann wirklich so, dass ich dann eben versucht habe, den Support anzurufen. Und da kam dann leider zweimal kein Anschluss unter dieser Nummer. Und ich dachte mir dann so, oh nö. Dann habe ich weiter überlegt, was mache ich jetzt? Und da ich ja schon öfters Probleme mit meinem iPod, mit meinem iPhone oder mit irgendwelchen Ei-Geräten hatte, die mobil sind, bin ich auf die Seite gegangen, hab den Support darum gebeten, mich zurückzurufen und zwar mit der Anmeldung, ich will was von meinem iPhone. Und dann hat dieser Support-Mitarbeiter, also für den Fall, dass er es jetzt hier miterlebt, hi, hat mich dann gefragt, wie er mir denn helfen kann. Und daraufhin war meine Antwort eigentlich gar nicht, weil mein Problem ist das und das und das und das. Und dass mir schon wirklich zum Heulen zumute sei und ich nicht weiter wüsste. Und dann hat er gesagt, also ich müsste nicht weinen, das wäre ganz, 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 ganz was Ungewöhnliches, aber eben auch nichts Schlimmes, weil solange ich die Lizenz nicht rausgegeben habe, es nennt sich dann aggressives Lizenz-Catching, weil es wohl so ist, dass Leute normalerweise schicken die E-Mails an dich nach dem Motto, gib uns deine Lizenznummer, weil das und das und das passiert ist. Aber bei mir war es ja so, dass sie angerufen haben,
Und das wäre wirklich, das hat dann sogar den Mitarbeiter von Apple sehr überrascht, dass es sowas jetzt auch schon gibt. Und ja, dann hab ich mit ihm noch so geredet und er hat zu mir, während er den Bericht geschrieben hat, weil er mich dann direkt an die Mac-Seite, also an die Mac-Bearbeiter weiterschicken wollte, weil er gesagt hat, auch wenn es so ist, dass er nicht glaubt, dass da was ist, wäre es doch besser, wenn ich noch mit einem Mac-Mitarbeiter rede. Und dann war es auf jeden Fall auch so, dass dieser Mitarbeiter und ich haben dann noch lustigerweise ein Gespräch angefangen über Haustiere. Und das war wirklich für mich dann so richtig beruhigend, dass ich in dem Moment einfach nur einen Mitarbeiter an der Strippe hatte, der meine Sprache verstanden hat, der mich beruhigt hat, der mir erklärt hat, was er gerade macht. Und dann habe ich noch über Issy geredet etwas und er über die Haustiere bei sich zu Hause und ja. Und dann bin ich weitergeleitet worden und der Mitarbeiter, der war wirklich auch hervorragend. Ich kann wirklich nur sagen, ich bin richtig froh gewesen in dem Moment, dass ich mich entschieden habe, noch bei Apple anzurufen und nicht gesagt habe, naja, ist so, und ja, sondern dass ich wirklich dann, der hat dann mir noch geholfen, hat mir ein Programm gezeigt, mit dem ich dann auch wirklich so Malware und alles deinstallieren kann und löschen und hat mir dann auch noch einen Trick gezeigt, wie ich dann den Mac immer wieder, also das war so richtig lustig, ich musste da so eine Tastenkombi-Klinke drücken und dadurch hat dann mein Mac immer wieder blum, blum, blum. Das war wirklich dann lustig und auf jeden Fall habe ich dann wirklich auch habe ich auch wirklich viel gelernt, nämlich wie ich meinen Arbeitsspeicher mal ein bisschen freiräumen kann, was ja für mich sehr gut ist, weil das war ja das Problem bei meinem Mac beim letzten Mal. Und ja, und dann nachdem er aufgelegt, dann haben wir noch so ein bisschen fachgesimpelt. Ich habe erzählt, dass wir schon seit Jahrzehnten Mac-Kunden sind, also vor allem mein Vater. Und habe ihm auch die Geschichte erzählt, wie ich an meine ersten Mac-Erfahrungen gekommen bin. So der Klassiker, Kind sitzt auf Vatis Schoß und plötzlich kam da diese furchtbar große Grafik und die hat mich damals so beeindruckt, dass ich bis heute bei Apple geblieben bin. Und ja, wir haben einfach richtig nett geredet und das war für mich auf jeden Fall was wirklich Schönes. Und ja, dann war es so, dass ich am Abend, also wirklich, ich war dann auch beruhigt. Ich hatte das Gefühl gehabt, es ist wieder alles in Ordnung. Und dann habe ich aber angefangen, dann hat auch mein Kopf endlich angefangen, sich einzuschalten. Nämlich, ich bin ja eigentlich nie ohne Virenschutz im Internet. Dann das Zweite, ich wüsste jetzt nicht, dass ich bei denen angerufen habe und woher haben die meine Nummer. Und vor allem, der hat sich ja mit Microsoft Service gemeldet und nicht mit Hallo, ich möchte gerne Frau Riedmeier sprechen oder irgend sowas, sondern einfach wirklich gleich mit diesem. Wirklich nur so, ich bin der Service. Und das nächste war eben, was mir dann so im Nachhinein so richtig suspekt vorgekommen ist, waren solche Sachen wie, dass er immer nur meine Lizenz haben wollte und sich darauf wirklich so richtig fixiert hatte. Und dass kein deutschsprachiger Mitarbeiter da war. Im Nachhinein sind mir so viele Sachen eingefallen, wo ich mir gedacht habe, da kann das nicht stimmen. Aber in so einer Situation drin, bedenkt man das nicht. Und deswegen ein kleiner Tipp von mir an alle und wirklich alle da draußen. Wenn ihr auch nicht dran denkt, dass in solchen Support, also wenn so ein Anruf kommt, dass ihr gebt niemals euren Personalausweis oder eure Daten oder eben eure Kontonummer oder eben sowas wie eben eure Lizenznummern oder sowas gibt es nie am Telefon an. Wenn jemand was von euch möchte, sagt zu ihm, er soll euch einen Brief schicken oder irgendwas, aber er möge es euch irgendwie, dass ihr was Schriftliches in der Hand habt. Weil dann könnt ihr es kopieren zu Hause gegebenenfalls und könnt es, wenn dann irgendwas ist, habt ihr dann einfach viel mehr Sicherheiten. Seid sicherer mit euren Daten, weil es kann so schnell passieren, dass sie einem gemopst werden. Ja. Auf jeden Fall, also ich habe dann meinen Vater im Geschäft besucht und habe ihm die ganze Geschichte noch erzählt.
Und es war auch das erste Mal, dass ich seit über 5 Jahren bei meinem Vater im Geschäft war. Der hat geguckt, wie die Kuh, wenn es blitzt, nach dem Motto, was machst du hier? Und ja, am Abend habe ich dann das alles noch meiner Mutter erzählt, die vor Stolz geplatzt ist, nach dem Motto, gut, dass du damit so umgehen konntest und auch ohne meine Hilfe. Und andererseits hat sie mir dann aber auch gesagt, dass wir das auf jeden Fall der Kripo melden, weil sowas ist, das ist ja nicht legal und da sollte man es melden. Und das ist mein zweiter Tipp, wenn ihr sowas habt, dann schreibt euch die Nummern auf und meldet sowas, weil sowas ist wichtig zu melden. Gut, entschuldigt jetzt. Ja, jetzt würde ich sagen, ich beende meine Geschichte, weil ich fange schon an, wieder Überlänge in dem Video zu bekommen. Aber ich wollte euch einfach diese Geschichte mal erzählen und löse heute das Querdenker-Quiz auf. Ich lese euch wie immer heute nochmal die Fragen vor und gebe euch dann, lese euch dann die Antworten vor. Einfach mal querblöderisch blödelnd ergänzen. Heute betrinke ich mich hemmungslos mit Tee, bis ich zweitens, Gegenstände dehnen sich durch Hitze aus, also bin ich nicht fett. Drittens, ich würde ja gerne mal im Lotto gewinnen, einfach nur um zu wissen. So, wie immer hebe ich euch die Frage jetzt nochmal in die Kamera. So, und jetzt kommt die Antwort. Erstens 1,4 Kamille. Zweitens, sondern heiß. Und drittens, wie viele Verwandte ich eigentlich habe. Brainstorming steht da noch unten an der Karte. Also ich zeige es euch auch wie immer. Das war mein heutiges Video, heute mal mit einer kleinen lehrreichen Geschichte. Ich würde mich mal interessieren, habt ihr sowas eigentlich schon mal erlebt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder Facebook oder an meine E-Mail bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss!